Moinsen, was geht ab zusammen? Heute gibt es eine weitere Feedback-Ausgabe, da im YouTube-Forum eine sehr interessante Nachricht aufgetaucht ist mit einem neuen Tool für YouTube, über das ich unbedingt reden möchte. Das Feature hat YouTube wohl erst letzte Woche eingeführt und es nennt sich Tool zum Abgleich von Urheberrechten. Und was dieses Tool tut, ist tatsächlich sehr interessant und auch hilfreich. Denn es geht darum, sollte jemand dein Video klauen und es 1:1 nochmal neu hochladen auf YouTube, gibt es jetzt einen Algorithmus, der ganz YouTube durchsucht und feststellen kann, ob jemand dein Video geklaut hat. Da könnte man jetzt natürlich sagen, wieso, das gab es doch auch vorher schon, das nennt sich einfach Content-ID-System. Ja, ist nicht ganz falsch, aber das Tool zur Abstimmung von Urheberrechten ist nochmal ein bisschen anders. Beim Content-ID-System werden nämlich schon einzelne Schnipsel gescannt und erkannt. Bei dem neuen Tool geht es um ganze Videos. Es soll also vor ungewollten Re-Uploads schützen. Das System läuft wie folgt ab. YouTube scannt eben die ganze Seite durch und sollte YouTube ein Video finden, wo gesagt wird, oh, das gehört doch zum Beispiel mir, dann wird es im Creator Studio angezeigt. Bedeutet, in der Zukunft solltet ihr da immer mal wieder raufgucken, um zu sehen, ey, was geht da eigentlich ab? Wurde vielleicht ein ungewollter Re-Upload gefunden? Wenn ein Re-Upload gefunden worden ist, dann könnt ihr selbst entscheiden, was ihr damit machen möchtet. Du hast dann mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel den Kanalbetreiber anschreiben und ihn fragen, was das Ganze soll. Du könntest aber auch einfach die direkte Löschung beantragen bei YouTube. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Kanal zu benachrichtigen und ihm eine Frist zu geben von 7 Tagen. Wenn die Person dein geklautes Video in dieser Frist von 7 Tagen nicht löschen sollte, dann kommt es zu einer Urheberrechtsverwarnung. Bedeutet einfach erklärt, es gibt dann einen Strike. YouTube betont aber auch mit Nachdruck, dass dieses Tool natürlich verantwortungsvoll benutzt werden soll. Bedeutet, alles löschen zu wollen oder jedem einen Urheberrechtsstrike reinzudrücken, könnte nicht unbedingt die beste Lösung sein. Wozu man natürlich auch sagen muss, wir kennen ja YouTube und YouTube hat auch gerne mal Bugs, könnte also bedeuten, dass eben auch Videos bei euch angezeigt werden, die gar nicht zu beanstanden sind. Und unter anderem wegen solchen Dingen warnt YouTube natürlich auch vor dem Missbrauch. Es kann nämlich auch für einen selbst ziemlich schnell zum Problem werden, wenn man das System missbraucht. Das erste, was passieren kann, ist, euch wird dieses Tool wieder entzogen. Das Schlimmste, was allerdings passieren kann, das ist wirklich krass, ist, dass ihr aus dem YouTube-Partnerprogramm rausgeschmissen werdet. Bedeutet, ihr habt keine Möglichkeit mehr, mit YouTube Geld zu verdienen. Ist ein harter Schritt von YouTube. Allerdings muss man auch sagen, ein wichtiger Schritt. Denn ganz ehrlich, ich glaube, niemand von uns will irgendeinen YouTube-Armageddon haben. Es soll ja immer noch alles irgendwie friedlich ablaufen, wobei das Thema Urheberrecht natürlich wichtig ist. YouTube sagt also selbst, ihr sollt euch wirklich zweimal überlegen, ob ihr hart durchgreifen wollt oder eben ein Video zur Löschung beantragen möchtet. In Zweifel soll man doch einfach das Ganze auf Fair Use schieben. Was witzig ist, weil es Fair Use ja eigentlich in Deutschland offiziell gar nicht gibt. Aber trotzdem findet Fair Use immer mehr Beachtung und Wichtigkeit auch im deutschen Markt. Super interessantes Tool, wie ich finde. Eure Gedanken dazu unbedingt in die Kommentare. Und jetzt habe ich nochmal ein kleines Update zu diesem Leon Mascher-Vorfall mit seiner 32.500 € Strafe, die er zahlen soll. Einige von euch haben mich da nochmal auf etwas aufmerksam gemacht, und zwar darauf, wie diese Summe eigentlich zustande kommt. Und dazu gibt es tatsächlich auch einen sehr interessanten Artikel, den ich euch verlinkt habe, unten in der Videobeschreibung. Ich fasse das kurz mal zusammen. Ein Video dazu habe ich ja schon gemacht, findet ihr oben im i verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Wie sind nun diese 32.500 € zusammengekommen? Eigentlich ganz einfach, denn das Amtsgericht hat einfach das Nettogehalt, das geschätzte Nettogehalt von Leon Mascher genommen und das beträgt für sie 7.500 € im Monat. Dann hat Leon Mascher ja 130 Tagessätze zu je 250 € bekommen. 250 € gerechnet auf 30 Tage, das macht 7.500 €. Und alle Tage zusammengenommen macht eben die 32.500 €. Laut dem Amtsgericht soll hier kein Exempel statuiert werden. Bedeutet, das ist der ganz normale
Satz. Natürlich möchte man Leuten schon mit auf den Weg geben, dass das, was sie gemacht haben, falsch ist. Deswegen ist die Summe so hoch. Und die Höhe der Summe variiert selbstverständlich immer je nachdem, was man so verdient. Und auch die 130 Tagessätze sind natürlich nur deswegen entstanden, weil es viele Beleidigungen gab. Und auch wenn das extrem viel Geld ist und ich das Ganze total überzogen finde, ist es für einen Leon Mascher wahrscheinlich einfacher zu überstehen, als wenn es jetzt ein Durchschnittsverdiener wäre, der vielleicht auch noch eine Familie damit irgendwie über die Runden bringen müsste. Wegen Beleidigungen ein ganzes Monatsgehalt zu bezahlen, ist schon ziemlich krass und ich finde, da müssen ja schon wirklich krasse Beleidigungen gefallen sein. Allerdings ist das Problem bei Leon Mascher, ich kann das nicht nachvollziehen. Denn es geht unter anderem halt wirklich auch wohl darum, dass er Leute mit Vornamen angesprochen hat. Er hat sie also geduzt. Und ich kann da jetzt erstmal keine Beleidigung drin erkennen, jemanden du zu nennen. Was ich ja auch schon in meinem Video gesagt habe, ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, was da wirklich vorgefallen ist. Für mich hört sich das Ganze einfach nur viel zu krass an. Immer noch. Natürlich war das bei Leon Mascher noch nicht alles. Es kam zum Beispiel noch irgendwie scheiß Polizei mit dazu. Aber auch das finde ich einfach zu krass, dafür eine Geldstrafe zu verteilen. So, da ist jetzt einfach nochmal ein paar zusätzliche Infos, die ich nochmal ganz interessant dazu fand. Den Artikel, worum es geht, zu diesem Thema selbstverständlich, wie gesagt, verlinkt unten in der Videobeschreibung. Lest euch den gerne mal durch, ist wirklich informativ geworden. Und für mich soll es heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Smasht den Abo-Button, werdet ein Teil des Teams. Daumen nach oben, abonniert die Glocke, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Bis dahin, peace and out, euer Phil. Tschüss.